Ja, herzlich willkommen, meine lieben Roller- und Tuning-Freunde, hier bei mir in der Werkstatt. So, ein Wort vorweg. Ich empfehle euch, dieses Video von vorne bis hinten anzuschauen. Ja? Also jetzt kommen wirklich Sachen, die bringen auch noch was an Leistung. Ja, richtig an Leistung. So, schön aufpassen, ne? Ja. Und später bitte kommentieren, liken, abonnieren, wäre auch schön. Dann sage ich nochmal ganz recht herzlichen Dank an meine jetzigen Abonnenten. Also, finde ich klasse. Ja, und was mich ein bisschen wundert, es kommen sehr wenige Fragen. Naja, vielleicht wird das ja noch anders. So, ich hänge euch mal wieder auf mein Ständerchen hier. So. Mache euch ein wenig. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen beengt. Geht aber. So. Ja, folgendes. So, ich habe keine Mühen gescheut, um das nochmal hervorzuheben, nochmal richtig zu erklären. Ich habe mir hier eine halbe Motorhälfte hingelegt von einem Piaggio-Motor. Ist jetzt, glaube ich, von Sverra. Spielt keine Rolle eigentlich. Das kann man eigentlich auf jeden identischen Motor zurückmünzen. Ja? So, dann habe ich mir einen Membranblock hingelegt, um euch zu zeigen, ja, wie das im Verhältnis zueinander steht. So. Ach, wir haben gar keine Lampe an, sehe ich gerade. So ist besser. Ja. So. Ich persönlich fahre den Membranblock ohne diese Anschläge hier. Ja. In meinen ganzen Motoren, auch bei den 125er oder 180er Motoren. Allerdings mit Carbonplättchen, nicht mit diesen Metallplättchen. Ja, wenn ihr die permanent überstreckt, reißen die euch weg und ja, Motorschaden vorprogrammiert. Deswegen holt euch richtige Carbonplättchen und ja, ich werde euch dazu in meinem Rahmenblock nochmal ein Video machen. Damit ihr seht, wie das dann vonstatten geht. So, ich nehme jetzt den Membranblock und stecke den in das halbe Motorgehäuse, so wie es in Wirklichkeit eigentlich auch ist. Ja? So. Ja, seht ihr das? Ich muss dazu sagen, ich nehme wieder meinen Zeigestock. Der müsste eigentlich farbig sein, das wäre besser. Ich habe den Block schon geflowt. Ja, hier habe ich einen Kanal gefräst, weil normalerweise ist das flächenbündig, das ist glatt. Jetzt bin ich hier ein, zweimal durchgekommen. Das habe ich dann mit einem Zwei-Komponentenkleber von hinten wieder verklebt und nochmal drüber geschliffen. Das hält, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, das ist auch dicht. Vorher anrauen natürlich. So, Membranblock steckt drin, wie sich's gehört. Ja, so. Ja, ich müsste eigentlich noch anders anfangen. Ich fange noch mal anders an. Es geht noch mal von vorne los. Hier haben wir zwei Zylinder. So. Das ist der 20-Euro-Zylinder hier. Der hier. Und das ist ein serienmäßiger Piaggio-Zylinder, wie er vom Werk kommt. Ja? Wenn ihr euch die zwei Zylinder von unten jetzt betrachtet, fällt euch was auf? Gut, ich erkläre es euch. Hier habe ich einen großen Durchbruch reingemacht. Ja, das erkläre ich auch gleich noch, wofür der ist. Hier ist nur so ein kleines Öhrchen drin. So, des Weiteren habe ich diese Kanten, die über dem Überstromströmerkanal sitzt, 5, 6 mm tiefer gefräst, also weggemacht,
und eine Phase dran gemacht. Eine Phase. Ja. So, guckt euch das an. Ja. Also, nochmal. Diese Kante habe ich weiter nach unten weggefräst und angefasst. Genauso wie die Seite und die Seite hier auch. Ja. Bei einem Serienzylinder sieht das so aus. Ja, hier. Die sind ellenlang und haben auch keine Phase. Ja, und hier, der ist futzig klein. So, wenn ihr die Querschnitte schon von jetzt seht, seht ihr, dass der linke Zylinder die Ausbrüche hier für die Überströmer viel größer sind. Wie bei der Serie. Ich will hoffen, dass ich jetzt keinen Versprecher drin habe. Also 20 Euro Zylinder aufgefräst hier, ne, zum Serienzylinder. So, worauf ich hinaus will, wo es mir rum geht, folgendes. Ich muss das wieder ein bisschen verschieben. Der Membranblock ist drin. Ich stecke jetzt mal als allererstes den Serienzylinder ein. Ja, ich will hoffen, dass der... Ne, so rum. So rum kommt er rein. So. Ja, jetzt könnt ihr das mit dem Flowkanal nicht sehen. Ja? Also. Ich kann es aber auch jetzt nicht anders darstellen. Ja, ich muss aufpassen, dass mir das hier nicht runterfällt. Vielleicht sieht man es. Hier haben wir jetzt einen Durchgang am Zylinder vorbei. Am Zylinder... Na, am Fuß unten. So, ja. Aber worum es mir geht eigentlich, der Ausschnitt hier ist einfach zu klein. Wenn jetzt Gemisch kommt, das wird, also beim Runtergehen des Kolbens, wird das ja, ich sag jetzt mal, verwirbelt und durch die Überstromkanäle etc. Gooseboard hoch in den Zylinder getrieben und da kann es ja ausströmen. So. Ihr müsst euch vorstellen, bei höheren Drehzahlen ist der Zeitquerschnitt, den ihr habt für das Füllen, der wird immer und immer und immer kleiner. Ja? So, dadurch, was machen wir? Wir verändern die Steuerzeiten. Ja, dass der dass die Überströmer und der Auslass länger auf sind. Wir vergrößern sie, damit da mehr durchgehen kann. Ja, das ist Sinn und Zweck eines Tunings. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, hier dreht die Kurbelwelle. Ja, das Gas will durch die Überströmer hochströmen. Ich muss das mal so rumdrehen. Ja, so. Und da habt ihr... Ja, das muss also praktisch, kommt hier erstmal über die Kante, so, ja. Und hier der Spalt, hier zwischen der Spalt, ist klein, würde ich sagen, ne, oder? Ja, so. Jetzt stecke ich mal meinen selbstgemachten Zylinder rein, ja, also meinen geporteten. So. So, und jetzt guckt euch das mal an, was das ein Unterschied ist. Ja, und jetzt versteht sich auch die Rundung an der Kante hier. Die Gase kommen, können sauber vorbeiströmen, strömen nach oben. Man könnte das noch mehr kürzen, ja, aber der Kolben soll sich auch noch ein bisschen führen. Ja, so. Ja, versteht ihr das? Hier, so. Dann die Gasanströmung aus dem Membranblock. Ja? Wenn ihr den hier kürzt, ja, habt ihr keine, und richtig groß macht, keine Prallkante mehr. Das Gas kann, das knallt nicht erst hier vor, sage ich jetzt mal. Ja? So, und da kann es sauber strömen, ja, in den Boostport. Oder halt hier vorbei, je nachdem. Ich habe mir das noch nie von innen angeguckt, wie das ist, wenn der Motor läuft. Das werdet ihr auch nicht sehen. Ja? So. Das ist aber noch nicht alles. Ja?
Jetzt geht es weiter. So. Ihr habt letztes Mal gar nicht gesehen. Ich habe ja gesagt, ich kürze den Kolben, ne? Habe ich ja auch gemacht. Ja, so, guck mal hier. Oder so muss man ihn ja halten. Könnt ihr es sehen? Das hat auch einen Grund. Das hängt auch mit der Strömung zusammen wieder. Ja? Des Weiteren sind hier die Ausbrüche, ja, größer gemacht. Und hier habe ich eine kleine Faser dran gemacht. Beide Seiten. Das habt ihr bei einem serienmäßigen Kolben, habt ihr das nicht. Ja? Dann habe ich hier hinten ein Fenster reingemacht. Das Fenster steht auch wieder auf der Seite praktisch, ja, wo der Membranblock drin sitzt. Das geht nur drum, damit die Gase Platz haben. Platz, Platz, Platz. Sage ich jetzt einfach mal salopp. Ja, so. Hier nochmal zum Vergleich. Ja, auch hier, das ist auch größer. Es geht darum, später, ja, sag ich einfach mal, wenn der Kolben, na, soll ich den eben einbauen für euch? Ja, das mache ich doch. Gucken, ob er reingeht. Zack, einmal. Na, komm her. Passt. So. Ja, jetzt müsste ich den ein bisschen drehen noch. Ah, das gelingt mir nicht so. So, ungefähr. Ja? So. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich den Kolben abgeschnitten hab. Ja? Der guckt ja jetzt schon, sowieso schon über die Kante raus. Erstens, ihr habt weniger Gewicht. Viele werden jetzt sagen, ja, der fängt dann an zu klappern oder der hat ein Ungleichgewicht. Werdet ihr gar nicht merken. So. Ja. Versteht ihr auch hier jetzt die Kürzung, sage ich jetzt mal. Es ist wirklich schwer zu erklären. Ja? Ja, der war ja hier ein ganzes Stück länger. Wir brauchen halt Platz. Jetzt kommt wieder mein halbes Motorgehäuse zum Einsatz. Damit die Gase sauber vorbeiströmen können. Ja? Seht ihr das? Der will mich zanken. Dann bleibst du eben draußen. So. Da haben wir wieder das Prinzip. Ja, wenn jetzt hier wieder was steht, ist dieser Abstand auch schon wieder winzig klein. Ja, und dadurch, wir gewinnen halt Platz. Platz für die Gase. Ne? So, und die Phase ist, wenn die kommen, dass die sich hier nicht so arg verwirbeln. Ist nur eine ganz kleine Phase am Kolben. Der Ausschnitt vom Kolben, der ist ja auch größer. Ja, damit der auch wirklich den Überströmer in der kompletten Breite frei hält, sage ich jetzt einfach mal. Ja? Das werdet ihr alles bei teuren Zylindern, Tuning-Zylindern, werdet ihr das alles sehen. Ja, nur wie gesagt, ich möchte keinen kaufen. Ich will es einfach nicht. Ja, das ist es jetzt eigentlich erstmal. Gibt es dazu noch was zu sagen? Eigentlich nicht. Ja, aber ihr seht halt hier, ach so, es waren so ein paar Kommentare von wegen Billigzylinder. Ja, der 2 Extreme ist schon, sag ich mal, ein relativ guter Zylinder, der Serie echt nahe kommt. Ich kann euch andere Zylinder zeigen, die habe ich mir auch mal probeweise gekauft, die könnt ihr echt in die Tonne treten. Ja, also die sind, der Kolben, der hat kaum Einbauspiel, 200stel. Ja, ich habe einmal einen drauf gemacht. Ich denke, ich habe den gut abgestimmt. Ich bin nur den leichten Berg hier hochgefahren. Konntest du schon hören. Hat er schon ganz kurz geklemmt. Ja, also, nee. Und da konnte man genau sehen, an den, wo die Zylinderbolzen gesessen haben, also auf der Seite vom Kolben nachher. Durch das Anziehen schon von dem Zylinder, da verändert sich ein bisschen was in dem Zylinder. Das sind vielleicht 500stel.
vielleicht ein, zwei Hundertstel. Und dann fängt er hier in diesem Bereich außen an den Flächen immer zu klemmen. Ne? Deswegen, also der 2 Extreme ist schon ganz gut. So, ich will hoffen, dass ihr es verstanden habt. Das ist ein langes Video. Ich bin auch schon so ein bisschen leicht angekratzt. Ja, so ein bisschen. Ah, ist man nicht gewohnt, ne, sowas zu erklären. Naja, wenn ihr dazu Fragen habt, ich zeige das auch nochmal. Ja? Vielleicht baue ich es dann nochmal anders auf oder ich schreibe das mal runter. Vielleicht habe ich auch noch was vergessen. Ja? Jetzt werden sich viele fragen, ja, jetzt sind die Stege natürlich hier auch sehr dünn. Hier, ja. Na, Jungs, ihr braucht doch nur eine ganz kleine Führung. Ja, mehr nicht. Ja, so. Das war das Wort mal zum Montag. Ich wünsche euch was. Schönen Tag noch. Tschüss.